Hallo? Tja, da ist keiner zu Herr hören. Steiner, guten Morgen vor allem. Herr Steiner, ja? Jetzt geht's. Gerold Steiner, jawohl, also geht's. Es geht halt, wie ich spreche, ja, und Sie hören lieber. Ja. Aha, und womit sind Sie fertig? Womit? Abspritzen. Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist vor dem Herrn Gerold Steiner, wollte ich gerne sprechen. Länger gab, ne? Und jetzt ist es auch möglich, dass man über die Deutsche Wohnungsbaukonzerne, wie gesagt, das dritte noch nutzt. Okay. Gut. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Ja, ihren Job wechseln und was Vernünftiges machen, ohne die Leute abzuziehen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr habt es ja in der Vorschau schon gehört. Heute gibt es wieder zwei verschiedene Abzocker. Bei der ersten Abzockerin, ja, geht's eigentlich um das gleiche Thema wie immer, nur mit dem Unterschied, dass ich ja heute ein kleines bisschen anzüglich zu ihr werde. Und beim zweiten Anrufer haben wir doch tatsächlich mal was ganz Neues im Sortiment. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen zwei Telefonaten. Hallo? Tja, da ist keiner zu Herr hören. Steiner, guten Morgen vor allem. Herr Steiner, ja? Jetzt geht's. Gerold Steiner, jawohl, also geht's. Es geht jetzt, okay. Also, was wichtige Sache angeht, ja, Herr Steiner, Sie haben nämlich vor 2 Tagen bei uns registriert, ja, auf unserem Plattform, Ruby Finance heißt, ja, Trading Plattform, um zu handeln und das Geld zu verdienen. Sagen Sie mir bitte, also, wo Sie Hilfe bräuchten, weil ich Ihre Kontoberaterin bin, um Sie zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren. Naja, also Ruby Finance hatte ja auch schon der Callcenter Scambaiting auf seinem Kanal vor noch gar nicht so langer Zeit und nun haben wir die hier an der Strippe. Ganz toll. Also ein unfassbar seriöser Laden und ich finde auch die Mitarbeiterin hier, naja, die sollte lieber irgendeinen anderen Telefonjob machen. Ja, aber nicht unbedingt das hier. Da gibt's lukrativere Geschäfte. Ich glaube, wenn sie mit ihrer Stimme das macht, was ich hier die ganze Zeit im Gespräch andeute, ja, dann würde sie, glaube ich, besser verdienen als da. Wo soll ich Ihnen helfen? Nein, Sie doch nicht. Oder wenn Sie möchten, dann können Sie auch, aber ich weiß nicht wie. Sie können mir helfen, wenn Sie jetzt mir antworten, ja, ob Sie bereit sind, mit uns zu handeln oder nicht. Herr Steiner, sind Sie bereit? Weiß ich nicht. Ja, wer weiß das? Sie sagen, weiß ich nicht. Okay, wer weiß das? Sie sollen bestimmte Antworten. Ich verstehe, das ist zu schnell vielleicht, damit der Antwort. Aber etwa mich orientieren, ob Sie dazu bereit sind oder nicht. Vielleicht probieren, erstmal ja testen. Möchten Sie Geld, Herr Steiner? Wer möchte das nicht, ja? Herr Steiner, das klingt alles skeptisch bei Ihnen. Entschuldigung, sogar wie Sie atmen, ja? Total skeptisch. Sagen Sie etwas Positives. Ja, okay, versuchen wir, Frau Stern, machen wir. Ich habe einfach gute Laune, wissen Sie, Herr Steiner. Sie nicht, nein? Herr Steiner. Na, mal gucken, ob sie ihre gute Laune hier auch behält. Ich habe bis jetzt immer noch keine Antwort bekommen von Ihnen. Aber Sie sind schon eine nette Person, ich merke, nur Sie sagen nichts. Was soll ich denn sagen? Herr Steiner, ob wir mit Ihnen versuchen, schon also zusätzliches Einkommen zu verdienen, für Sie vor allem, ja? Ich bekomme dafür nicht so große Provision, aber Sie schon, wenn Sie anfangen. Herr Steiner, ehrlich gesagt. Wie hoch und wie viele denn? Ich bekomme nur 1%, ja, Provision. Von ihr zum Beispiel ihrem Handel, ja, und Sie bekommen natürlich viel mehr. Es kann darin liegen, womit Sie am besten handeln, ja, mit welchen Aktiven. Aber was ich Sie, wie gesagt, jetzt sicher sagen kann, ja, sogar behaupten, dass Sie also 30% von ihrer Investition bekommen Sie schon innerhalb 3 Tagen, Herr Steiner. Ach so. So geht das. Und zum Beispiel, sobald Sie Ihr Handelskonto aktivieren, ja, bekommen Sie einen Analytiker von uns, sozusagen Finanzberater, ja? Die Person kennt Sie ganz gut aus dem Finanzmarkt, ja? Und könnte mit Ihnen eine Strategie, also
sozusagen Handelsplan aufzubauen, ja, und Schritt für Schritt alles zeigen auf den Plattformen, das läuft, wie sie ihre Rendite holen, ja, Profite, Herr Steiner. Was halten Sie davon? Hm. Klingt doch gut, oder? Interessant. Hm. Entschuldigung, aber Ihre, aha, das ist ein bisschen, ich weiß nicht, was ich jetzt denken soll, ja, sind Sie bereit oder nicht, Herr Steiner? Also schon, oder? Jo. Aber nur ein Detail noch, ja, ist Ihnen schon bekannt, also bewusst, dass man bei uns von einem kleinen Kapital anstartet, ja, 250 Euro. Natürlich, manche Kunden machen ab 500 und 1000, aber so viel ich merke, wie sie jetzt eingestellt sind, ja, ich sag dann einfach, dass ab 250 Euro als minimale Summe könnten Sie auch also beginnen, Herr Steiner. Ja, also wenn man als Kunde nicht so besonders begeistert klingt, dann muss man also nur 250 Euro einzahlen. Ist ja ein Schnäppchen. Nur irgendwoher kommen mir diese 250 Euro bekannt vor. Ich weiß gerade nicht, woher. Könnte vielleicht damit zu tun haben, dass alle Betrüger 250 Euro haben wollen, weil sie ihren Hals nicht voll kriegen. Hm. Was denken Sie? Ja. Ich hatte noch nie so einen Kunde bei mir, ganz ehrlich, wie Sie. Keine Ahnung, können Sie überhaupt sprechen, Herr Steiner? Mhm. Oder Ihnen gefällt, wie ich spreche, ja, und Sie hören lieber. Ja. Und wie mache ich meine Arbeit, gut, Herr Steiner? Ja, ich bin gleich fertig. Entschuldigung, wie bitte? Ja, ich bin gleich fertig, ich schleudere mir gerade einen. Aha. Und womit sind Sie fertig? Womit? Abspritzen. Sie sind ein Blödmann, wie ich verstehe. Sie sind wie ein erwachsener Mann. Mhm. Aber wissen Sie, wie können Sie sowas also zulassen? Ich meine, mein Gott, sind Sie nicht von Ihrer Mutter etwa gut erzogen oder wie? Wie sprechen Sie also am Telefon, ja? Wenn jemand zuhört, sagt er, naja, Sie sind total, ich weiß nicht, durchgeknallter Typ, Herr Steiner. Ich wünsche Ihnen, ach, wissen Sie was, ich wünsche Ihnen einfach, dass Sie einen guten Psychiater bekommen, ja? Dass Sie einfach behandeln. Also ich wäre jetzt fertig. Ich muss jetzt nur noch kurz die Hände waschen. Ja, da hatte sie dann wohl keine Lust mehr, mit mir weiterzureden. Ich weiß es nicht, woran es wohl gelegen haben könnte. Eigentlich war ich doch ganz nett zu ihr, oder nicht? Naja, auf jeden Fall habe ich euch jetzt noch ein Telefonat mitgebracht. Und in dem zweiten Telefonat geht es um ein etwas anderes Thema, was wir hier so noch gar nicht hatten. Das ist tatsächlich mal eine ganz neue Betrugsmasche. Zumindest habe ich das so auch noch von gar keinem anderen Kanal gehört. Viel Spaß mit dem zweiten Teil vom Video. Hallo, schönen guten Tag. Mein Name ist für den Herrn Gerald Steiner, wollte ich gerne sprechen. Hm. Das ist richtig, Mann. Herr Steiner, schön, dass ich Sie erreiche. Ich melde mich hier von der Baugenossenschaft bei Ihnen. Mein Name ist Andreas Fuhr, wie Fagen, Herr Steiner. Mhm. Und zwar ist so, dass wir uns bundesweit nochmal bei allen Arbeitnehmern melden, wegen der neuen Arbeitnehmersparzulage. Also da gibt es auch für Sie erfreuliche Neuigkeiten. 20% gibt der Staat nochmal aufs Produktivsparen. Also ich kenne mich mit dem Thema, mit dem ihr jetzt hier anruft, überhaupt gar nicht aus. Aber das Erste, was ich bei Google so finde, ist, Anteile an Wohnungsbaugenossenschaften sind kein einfacher Punkt. Darauf weisen die Marktwächter Finanzen bei den Verbraucherschutzzentralen Hessen hin. Dabei gilt Vorsicht, solche Beteiligungen können riskant sein. Also ist das, wenn ich hier noch so weiter gucke, sowas ähnliches wie ETF-Fonds sparen. Und da kann natürlich auch eure Kohle weg sein. Also vom Prinzip auch wieder irgendwas in Richtung Trading, aber mal mit einer komplett neuen Verpackung. Hier geht es dann eher so um Anteile von irgendwelchen Wohnungsbaugenossenschaften. Naja, aber wenn man hier so angerufen wird, ohne dass man das jemals erlaubt hat, und ich meine, beim Herrn Steiner ist es ganz klar, was die für einen Kunden meinen, und zwar einen, der überhaupt gar nicht existiert und nie irgendwo zugestimmt hat, dass er angerufen werden darf.
Naja, dann wissen wir schon, was das hier für ein Callcenter ist. Sei mal dahingestellt, ob das hier eine seriöse Firma ist. Ich glaube es aber eher weniger, denn schließlich haben sie bei mir angerufen. Also kann das Unternehmen, das mich hier anruft, eigentlich nicht wirklich seriös sein. Vielleicht steckt da mal eine seriöse Absicht dahinter, aber wie es dann umgesetzt wird? Naja, wenn es an der Umsetzung scheitert, bleibt es trotzdem illegal. Also Sie sind ja berufstätig, Herr Steiner, Sie gehen ja arbeiten. Ja, aber was hat das jetzt mit der Wohnungsbau irgendwas zu tun? Also das Produktivsparen, das kann man über die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft beantragen. Mhm. Also man kann vermögenswirksame Leistungen über die Bank machen, das werden Sie kennen mit Bausparen. Das kriegen Sie mit 8,8% gefördert. Oder Sie gehen jetzt zur Versicherung, machen die Altersvorsorge. Das sind die Alternativen dazu, was schon länger gab. Ne? Mhm. Und jetzt ist es auch möglich, dass man über die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft, wie gesagt, das dritte noch nutzt. Das ist alles vermögenswirksame Leistung. Und hier gibt es 20%. Das kriegen Sie ja nicht von uns, kriegen Sie ja vom Finanzamt. Ne? Mhm. Na, genau, das Sparsumme sind immer 40 Euro. Arbeitgeber übernimmt also den größten Teil davon. Es gibt auch welche, die alles übernehmen. Der Rest ist immer nur der Eigenanteil. Und auf 480 Euro im Jahr, wenn Sie ja das dann ins Jahr hochrechnen, kriegen Sie dann nochmal 20% vom Staat dazu. Also Sie profitieren quasi doppelt. Ne? Aha. Ja, genau, so kann man sich also nochmal was ansparen über den Arbeitgeber, wo also regelmäßig der Zuschuss von 20% dazu kommt. Ne? Ja, und von wem aus rufen Sie jetzt an? Von der Deutschen Wohnungsbaugenossenschaft. Mhm. Also weil man kann als Arbeitnehmer das Produktivsparen können Sie über die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft beantragen. Also wir sind keine Bank und keine Versicherung. Ne? Mhm. Genau, und das ist ja nochmal Geld, was jedem zusteht. Sie sind ja auch Steuerzahler, wenn Sie sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind. Und so können Sie sich als Teil zurückholen vom Finanzamt. Ne? 20%, also das sind also knapp über 100 Euro, was nochmal draufgelegt wird. Man wird nicht reich, aber man hat dann schon immer mal Geld zur Verfügung, wo man dann auch regelmäßig drauf zugreifen kann. Ne? Also damit kenne ich mich wirklich absolut überhaupt gar nicht aus. Ich habe keine Ahnung, was das hier überhaupt darstellen soll, dieses Gespräch. Und ja, also grundsätzlich, ich meine, ich weiß ja, wo ich so meine Daten angebe, aber damit habe ich nicht gerechnet. Also das ist tatsächlich mal was ganz, ganz, ganz was Neues. Und ich bin auch während des Gesprächs so ein bisschen hin und her gerissen, was das eigentlich genau werden soll. Denn, tja, irgendwie habe ich schon kapiert, dass es zwar um Geld geht, aber so richtig, ob ich was bezahlen muss oder so, das ist bis jetzt hier erstmal noch nicht so gefallen. Ich weiß nur, dass ich mir irgendwas vom Finanzamt wiederholen kann. Naja, und dafür ruft mich ein Callcenter an. Das klingt ja schon mal sehr komisch. Also ich glaube nicht, dass euch mal ganz spontan irgendein Steuerberater anruft und sagt, ey Leute, ihr könnt hier was sparen, mach mal so und so. Also das ist mir zumindest noch nie untergekommen. Naja, aber so ähnlich will er das ja hier irgendwie, weiß ich nicht. Also, naja, und er ruft halt einfach an, ne? Also muss es ja irgendein Verkauf sein. Aber so richtig durchblicken tue ich da nicht. Ich meine, das ist jetzt hier tatsächlich auch mal was ganz Neues. Und mittlerweile habe ich mich schon eher so auf die Trading-Betrüger eingestellt und naja, habe halt eben dazu die ganzen Informationen. Aber hier, dann müssten sie öfters anrufen, damit wir da mal ein bisschen tiefer reingehen können. Man ist ja später froh, wenn man sich nochmal was auf der Seite gelegt hat. Ne? Und 20%, wo kriegen Sie das heutzutage? Ne? Und wo haben Sie meine Nummer her? Ja, also die Empfehlung, Herr Steiner, die kriegen wir über unseren Online-Portal. Es geht ja hier um eine staatliche Förderung. Und da haben jetzt hier verschiedene Wirtschaftsunternehmen sich auch bereit erklärt, über die Einverständniserklärung einzuholen. Das sind Unternehmen wie Mediamarkt, Otto, Amazon. Was man so kennt, da haben sich online mal eingetragen bei einem Kooperationspartner. Wieder höchst interessant, wie hier große Firmen eigentlich benutzt und beschmutzt werden. Er redet ja hier zum Beispiel von Mediamarkt. Ja, ich habe mich tatsächlich bei solchen dubiosen Gewinnspielen beteiligt. Allerdings hatten die Gewinnspiele nicht im entferntesten etwas wirklich mit Mediamarkt zu tun, sondern man hat halt deren Logo geklaut und gemeint, ich krieg da einen 1000-Euro-Gutschein.
Ja, da habe ich mich natürlich gleich mal angemeldet. Nur irgendwie hat sich bis heute niemand für den Mediamarkt-Gutschein bei mir gemeldet. Anrufen tun nur solche Leute. Von einem Gutschein war am Telefon nie wieder die Rede. Hier höre ich tatsächlich das allererste Mal wieder, aber einen Gutschein hat er mir ja auch nicht mitgebracht. Also ich dachte, ich kriege den 1.000-Euro-Gutschein, wenn ich mich da anmelde. Stand doch da in der Werbung. Ja. Und nun habe ich den Salat und mein Telefon hört nicht mehr auf zu klingeln. Tja, woran könnte das wohl liegen? Vielleicht, weil das einfach nur eine Datensammel-Webseite war. Und genau vor so Webseiten müsst ihr aufpassen. Gewinnspiele, wo man angeblich irgendwelche Gutscheine gewinnen kann, da wird auch ganz oft H&M benutzt, sogar Taco, Chibu wird benutzt, Amazon wird benutzt, einfach 1.000-Euro-Gutscheine. Dann auch so Hersteller wie Bosch von Werkzeugen und auch andere Hersteller von Werkzeugen werden da einfach mit reingezogen. Ja, also ich habe sogar schon gesehen, ein Kaufland-Gutschein für 1.000 Euro. Ja, aber komisch, dass ich an diese Webseite bei Kaufland überhaupt niemand erinnern kann, dass es sowas überhaupt gibt. Und es ist tatsächlich so, dass die Webseiten, die sind alle gleich aufgebaut. Aber jedes Mal ein anderes Logo von irgendeiner anderen Firma. Das heißt, die haben tatsächlich gleichzeitig hunderte von Webseiten online, die exakt gleich aufgebaut sind, aber verschiedene Domains haben. Nur das Logo ist ausgetauscht. Wenn man sich aber durchklickt, funktioniert dieses Formular 1:1 gleich wie bei allen anderen Formularen. Tja, das heißt, da steckt irgendwo ein Unternehmer dahinter, der die Daten sammelt. Und da kaufen die Leute fleißig ein und rufen dann an und erzählen irgendwelche schönen Geschichten. Tja, ich kann mir auf keinen Fall vorstellen, dass diejenigen, die die Daten dort einkaufen, auch nicht irgendwie wissen, was oder woher diese Daten kommen. Von dem her, tja, ich glaube, man muss sich da schon selbst drum kümmern und rausfinden, ob die Daten eben sicher abgegrast wurden und nicht irgendwie illegal. Wir sind ja hier schließlich in Deutschland, das Land der Papiere und Überprüfungen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass die das blauäugig gekauft haben und gar nicht wussten, dass sie hier bei mir nicht anrufen dürfen. Ja, aber dass das illegal ist, wissen Sie? Nee, ist es nicht. Wieso soll das sein? Na, haben Sie schon mal was von einer Datenschutzgrundverordnung und von einem Double Opt-in gehört? Jeder Anrufer bei mir braucht ein Double Opt-in, um mich anzurufen, und das haben Sie nicht. Sie haben sich da registriert. Sie haben also die Einverständniserklärung. Nö, sonst die haben Sie nicht. Sonst würden wir nicht anrufen. Ja doch, Sie rufen mich gerade illegal an. Definitiv nicht. Doch. Aber doch, ich werde sogar ganz sicher illegal gerade angerufen, denn diese Rufnummer, die existiert nur aus diesem Grund. Ich trage mich damit irgendwo ein, akzeptiere nicht, dass man mich anruft und ich werde angerufen. Und es gibt auch Webseiten, wo man akzeptieren muss, angerufen zu werden. Ja, das ist aber ein kleiner Haken. Nur weil ich das dort bestätigt habe, darf man mich deswegen trotzdem nach deutschem Recht nicht anrufen. Denn, das sind Sammelfreigaben. Das heißt, da gibt's eine Liste mit hunderten Teilnehmern. Die stehen da alle schon vorher drin. Das heißt, man kann so ungefähr rauslesen, wer vielleicht so alles mal anruft. Naja, aber dann rufen trotzdem ganz andere Firmen an, wie sowas hier. Weil das kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, dass da irgendwas mit einer Wohnungsbaugesellschaft drin stand. Vielleicht sind sie da in der Liste unter einem anderen Namen aufgetreten, ich weiß es nicht. Aber letztendlich ist es eine Sammelfreigabe. Und eine Sammelfreigabe ist in Deutschland nicht erlaubt. In Deutschland gibt es nur zwei Möglichkeiten, dass ihr angerufen werdet. Naja, vielleicht ein paar mehr. Die erste wäre auf jeden Fall legal. Eure Freunde rufen euch an, ihr habt die Rufnummer weitergegeben und habt gesagt, hier, das ist meine Nummer. Das ist legal. Wenn man dann allerdings die Nummer irgendwo einträgt, bei irgendeinem Gewinnspiel, die dürfen euch nicht anrufen, außer ihr habt das Häkchen gesetzt. Ja, du darfst mich anrufen. Und nicht, ja, ihr dürft mich anrufen, ihr alle, sondern nur eine einzelne Person. Wenn man es ganz genau nehmen möchte, müsste dann jede einzelne Firma erstmal bei euch mit einem Automaten anrufen. Und der müsste euch einen PIN durchsagen. Und den PIN müsst ihr dann online eintragen. Ansonsten gibt es auch noch die Option per SMS. Wenn man das Ganze mit seiner Handynummer macht, dann kommt halt eine SMS zugeschickt. Kann auch auf dem Festnetz sein, je nachdem, was man für ein Festnetztelefon hat. Kann man auch hier SMS einrichten, zumindest wenigstens fürs Empfangen. Und so nimmt das dann auch legal seinen Lauf. Aber die hier haben mich nie gefragt, dass sie mich anrufen dürfen. Wie sich das Ganze anhört, wenn jemand nachfragt, ob man anrufen darf, das habe ich euch hier schon mal in einem Infovideo gezeigt, mit einem kurzen Tonausschnitt von einer Bandansage, die hier automatisch angerufen hat, wo eben auch ein PIN durchgesagt wird. Und dann dürfte genau diese Firma auch bei uns anrufen. Naja, nur unter den Bedingungen, wie er es hier tut, auf gar keinen Fall. Aber er ist ja der Meinung, das ist definitiv legal. Naja,
ist es eben nicht. Ich möchte nicht mit Ihnen diskutieren. Ja, aber ich möchte mit Ihnen diskutieren. Sie rufen mich hier einfach an, ohne eine Erlaubnis dafür zu haben. Sie müssen mir übrigens ganz genau sagen können, wann und wo ich das gemacht habe, das Einverständnis. Ich bin jetzt zur Uhr, ich höre. Ich kann Ihnen nur sagen, wo Sie es gemacht haben, das kann ich Ihnen genau sagen. Dann sagen Sie mir ganz genau, wo. Genau, und zwar war das hier bei, ich muss das buchstabieren, mir sagt das nichts, D-E-M, D-E-M. Also Dora Emil Martha Cesar Dora, Punkt. Dann kommt ein Ludwig Ulrich, ein Norbert, Cesar Heinrich, Friedrich Otto, Richard Friedrich, ja, also F. Friedrich, Richard, nochmal zweimal Emil, also sehr langes Wort, was mir eigentlich jetzt gar nichts so sagt, ne? Das klingt schon illegal und sagt noch überhaupt nichts. Definitiv nicht. Ja, welche Seite ist denn das? Sie müssen verpflichtend laut der Datenschutzgrundverordnung mir ganz genau sagen können, woher das kommt. Und das ist ja hier keine Adresse, das ist ja nichts. Und ich habe auch mal genau das, was er mir jetzt hier gerade nochmal gesagt hat, auch nochmal bei Google eingegeben. Ja, und da kommt einfach nur ein Fehler und es gibt keine Übereinstimmung mit deiner Suchanfrage. Tja, das, was er mir da gesagt hat, könnte vielleicht irgendein interner Begriff sein, aber nichts, was euch irgendwie weiterhilft, um rauszufinden, wo man sich da angemeldet hat. Tja, das klingt auf jeden Fall ultra komisch, weil gerade eben hat er mir doch noch erklärt, er ruft legal an und er könnte auch sagen, woher er die Daten hat. Nur irgendwie tut das dann aber nicht und erzählt mir irgendwas von einem DEMCD Lounge for free, bla. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was der mir damit sagen wollte, aber das war auf jeden Fall nicht die Adresse, wo ich meine Daten wohl hinterlassen haben soll. Eine Internetseite, wo Sie sich eingetragen haben. Also DEMCESARDORA.LUNCHFORFREENOWNE und dann? For you steht hinten .com. Und da haben Sie sich eingetragen, definitiv. Nö, definitiv nicht. Ja? Ganz sicher nicht. Also mit hier vor. Nee. Also, aber Sie dürfen mich nicht anrufen. Sie haben kein Double Opt-in. Also, wie gesagt, Herr Steiner, das liegt vor und was ich veranlassen kann, ist, dass ich Sie rausnehme. Also es liegt ja bei ihm nicht vor. Wenn es vorliegen würde, dann könnte er mir doch vernünftig die Adresse sagen, denn auch das, was er jetzt schon wieder durchgesagt hat, existiert einfach nicht. Nicht mal die komplette Adresse, die er mir gerade genau so gesagt hat, die gibt es auch einfach nicht. Ja, also ist das alles Betrug, was da gerade passiert. Anders kann es gar nicht sein, denn eine seriöse Firma könnte euch jetzt ganz genau folgende Daten erzählen. Welche Webseite? Komplette Domain. Egal wie lang sie ist. Nächste Date? Datum. Zeitstempel. Und eure IP. Das ist dafür wichtig. Tja, und was hat er davon? Nichts. Er hat irgendein ausgedachtes Wort, was man so nicht nachvollziehen kann. Ich meine, das, was er sagt, das kann schon so ungefähr irgendwie hinkommen mit Lounge for Free und was dahinter war, hat man ja kaum verstanden hier. Aber die Adresse, egal, ich habe es noch ein paar Mal angehört, die Adresse finde ich so nicht, wie er das buchstabiert hat. Ja, also kann das Ganze einfach nur illegal sein. Da können wir drüber diskutieren bis zum Abwinken. Es kann nur illegal sein, weil es ist verpflichtend, dass er mir sagen kann, woher er meine Daten hat. Und das tut er hier einfach nicht. Und das auch nach mehrmaligem Nachfragen nicht. Was nicht möchten von uns angerufen werden? Ich möchte gerne mal den genauen Firmensitz, wo Sie sitzen. Das kann ich Ihnen geben, das ist auch kein Problem. Das ist hier die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft. Die DWG wird das abgekürzt. Weiter? Deutsche, haben Sie das notiert? Genau, wir sind in Großwallstadt. Ja, Straße? So, warten Sie mal. Ja, Ihre Straße, wo Ihr Callcenter ist, möchte ich gerne wissen. Ach so, okay, warten Sie. Ach so, sorry, warten Sie. Kann ich Ihnen auch sagen? Nein, also, Moment. Das ist der Seeblick. Ja, musst du jetzt schnell selber googeln, oder was? Nein. Da klingelt irgendwas bei Ihnen, glaube ich. Nein, ich habe das... Ja, ich rufe die Rufnummer gerade zurück. Zumindest rufen Sie ja schon mal mit einer gespooften Rufnummer an, die dann wahrscheinlich bei denen auch landen wird. Fragen wir mal, ob die Sie kennen. Selbstverständlich. Aufgrund des von Anruf aufkommens können Sie Ihren Anruf zurzeit leider nicht
Aha. Danke. Ja gut, so kann man das natürlich auch machen. Das ist im Übrigen auch Betrug. Das darf gar nicht passieren. Ja, dass da aufgelegt wird. Sie rufen von einem Betrügerverein an. In der Tat. Die Telefonnummer funktioniert. Naja, nur dann legt der Automat einfach auf. Und das ist auch nicht richtig. Eine Warteschleife muss es hier an dieser Stelle geben. Denn letztendlich ruft mich hier gerade ein Callcenter an, die man aber irgendwie nicht zurückrufen kann. Sehr komisch. Vielleicht möchte da jemand keine Hassanrufe haben und irgendwelche Überprüfungen. Ja, anders kann ich mir das Ganze nämlich nicht vorstellen. Das klingt auf jeden Fall hier absolut nicht seriös und sei dahingestellt, was dieses Unternehmen tut. Ist mir auch völlig egal, aber die rufen mich illegal an. Man kann es nur wieder betonen und nochmals, die haben kein Einverständnis, mich anzurufen, in keinem Fall. Und völlig egal, ob die sonst seriöse Geschäfte machen, das hier ist absolut unseriös, was die tun. Definitiv nicht. Ja, aber doch, definitiv. Sie sind Betrüger und nichts anderes. Das ist illegal, was Sie hier machen. Sie rufen mich mit einem Cold Call an. Sie haben keine Erlaubnis, mich anzurufen. Und Sie können mir auch nicht vernünftig schildern, wo Sie meine Daten her haben. Das ist illegal. Ich habe Ihnen das vorgelesen. Ja, ist ja schön, was Sie da vorlesen. Aber nur weil es da bei Ihnen steht, heißt es noch lange nicht, dass das legal ist. Sie brauchen ein Double Opt-in. Das bedeutet, ich muss zweimal bestätigen, dass Sie mich anrufen dürfen. Einmal über das Online-Formular, wo ich mich eingetragen habe. Dann muss mein Telefon klingeln und dann gebe ich die PIN ein, die ich dort bekommen habe. Und dann dürfen nur Sie mich darüber anrufen und keine anderen. Eine Sammelfreigabe ist in Deutschland rechtlich nicht erlaubt. Okay, ja gut. Also wie gesagt, ich kann nicht mehr für Sie tun. Also es ist definitiv, würden wir Sie nicht anrufen, wenn wir es nicht dürfen. Ja, Sie dürfen es definitiv nicht. Das ist illegal, was Sie hier machen. Ja, dann stellt sich einfach die Frage, warum ist er bei mir in der Leitung? Dieser Telefonanschluss ist ausschließlich dafür da, um darauf anzurufen, ohne eine Erlaubnis zu haben. Und ich erlaube es niemanden bei mir anzurufen, Sie tun es aber trotzdem. Alle. Absolut alle. Das Einzige, wo ich eine Firma einfach mal so nebenbei anrufen darf, ist, wenn ihr bei der Firma irgendeinen Vertrag geschlossen habt und es gibt eine Rückfrage. Dann muss man euch ja erreichen und dann dürfen die euch auch anrufen. Allerdings dürfen die euch nicht nebenbei noch irgendwie was verkaufen, außer es entwickelt sich, weil ihr noch was nachfragt und noch mehr haben wollt. Dann ist es aber auch kein Cold Call, sondern ihr habt nachgefragt am Telefon. Das hier ist illegal. Absolut. Ich meine, ich habe Ihnen gesagt, von wo wir anrufen. Nö, das haben Sie nicht gesagt. Gar nicht. Ich habe Ihnen gesagt, dass wir von der Deutschen Wohnungsbaugenossenschaft anrufen. Ja, Sie dürfen aber mich nicht einfach so anrufen. Darum geht es. Ja. Sie haben keine Erlaubnis, aus dieser Nummer anzurufen. Das ist illegal, der Anruf. Nein, er ist er nicht. Ich will diskutieren nicht Sie da nicht mit mir. Es ist illegal. Soll ich Ihnen mal noch was sagen? Denjenigen, den Sie da versuchen zu erreichen, die Person gibt es gar nicht. Die Rufnummer ist nur dafür da, um genau solche Maschen von Ihnen aufzudecken. Das heißt, ich habe bewusst die Nummer angegeben, aber nicht auf der Seite, wo Sie mir gerade gesagt haben, sondern auf einer ganz anderen Webseite. Und damit kann ich 1a nachvollziehen, dass Sie definitiv illegal anrufen. Denn diese Domain, die Sie mir genannt haben, die existiert in meinem Portfolio nicht. Das heißt, Sie haben den Datensatz illegal aufgekauft. Alleine dieser Anruf auf dieser Leitung hier beweist, dass Sie ein Betrüger sind. Denn nur Betrüger können auf dieser Rufnummer anrufen. Die Rufnummer ist nur für diesen Zweck erschaffen. Dann hat diese Person eine verkehrte Nummer angegeben. Warum soll man das ein Betrüger sein? Ich verstehe es nicht so ganz. Selbst wenn Sie es jetzt nicht sind, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Na doch, das sind Sie definitiv. Und ich werde auch definitiv alle Menschen in Deutschland darüber aufklären. Das Ganze hier landet auf YouTube. Okay. Alles klar, Herr Steiner. Steiner heißen Sie ja gar nicht, ne? Wie heißen Sie denn nochmal? Ja, das spielt ja keine Rolle, wie ich heiße. Aber der ganze Charakter ist erfunden und das zeigt mir, dass Sie hier illegal anrufen. Ja, okay, aber das ist definitiv nicht so. Mehr kann ich es nicht sagen. Es ist definitiv so, das kann ich Ihnen sagen. Weil die Leitung ist nur dafür da, damit mich hier Betrüger anrufen. Okay. Gut. Kann ich noch irgendwas für Sie tun? Ja, Ihren Job wechseln und was Vernünftiges machen, ohne die Leute abzuziehen. Das ist nicht unsere Absicht. Tja, scheinbar schon. Sonst würden Sie bei mir hier nicht anrufen. Das habe ich Ihnen ja schon erklärt. Sie kommen da gar nicht raus aus der Nummer. Sie sind ein Betrüger und ein Abzocker, mehr nicht. Sie haben den Datensatz illegal aufgekauft. Also wie gesagt. Okay, ich kann also jetzt leider nicht mehr für Sie tun. Ne? Tut mir leid, wenn Sie das so sehen. Aber ja, ich sehe es nicht so, ich weiß es.
Das ist ein Fakt. Definitiv nicht. Na, aber definitiv, es ist doch eine extra Rufnummer nur dafür. Das heißt, Sie können sich da so viel rausreden, wie Sie wollen. Der Anruf ist illegal. Weil die Rufnummer extra dafür geschaffen ist. Sie landen auf YouTube. Okay, wenn Sie da jetzt Ihre Freude dran haben, machen Sie das. Ja, das würde ich auch. Okay, alles klar. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Ne? Dankeschön. Ja, ich Ihnen nicht. Suchen Sie sich mal einen anständigen Job. Naja, immerhin habe ich ja von ihm das Einverständnis, dass ich das Ganze hier hochladen darf. Hat er ja bestätigt. Sehr schön. Naja, auf jeden Fall haben wir hier aufgedeckt, dass mit der DWG irgendwas nicht in Ordnung ist. Sicherlich, oder vermutlich zumindest, sicher ist ja hier überhaupt nichts auf dem Kanal, aber vermutlich wissen die vielleicht sogar nicht mal was von seinem Anruf und das ist einfach nur wieder irgendein externes Callcenter, was den Namen benutzt. Das kann ich hier natürlich nicht ausschließen. Ist ja so bei Versicherungen auch ganz oft und beim Strom sowieso. Oder Zeitschriften, ja erst recht, und Lotto. Da rufen ja auch immer irgendwelche externen Callcenter an und benutzen einfach die Namen dieser Gesellschaften. Dadurch, dass ich das jetzt hier so noch nie gehört habe, kann es sein, dass die Firma davon nichts weiß und irgendjemand was von der Firma einfach eben verkauft für Provisionen. Ist alles nur Mutmaßung. Ne? Also wissen kann ich das Ganze hier natürlich nicht, da ich da nicht hinter der Fassade gucken kann. Und ich finde auch nicht so viel dazu im Internet, aber wenn man sich die Bewertungen anguckt, gibt es da schon einige, die ja darauf schließen lassen, dass das wohl öfters vorkommt. Denn Google weiß ja eine ganze Menge. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier war heute mal ein bisschen was Neues drin. Wenn ja, dann vergesst gerne den Daumen nicht. Dann sehe ich daran, ob euch das Video gefallen hat oder eben auch nicht. Jetzt seht ihr hier noch die Playlist mit allen anderen Videos auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.